Hey meine Liebe, willkommen zurück zu diesem Kanal und willkommen zu diesem heutigen Video hier. Wie ihr sehen könnt, ich habe die Kamera mal wieder in die Hand genommen, weil wie ihr sehen könnt, ist das alles leer. Und da hinten steht der riesen Dekohaufen, den ich jetzt irgendwie irgendwo so ein bisschen verteilen möchte. Und damit es wieder so ein bisschen sommerlich dekoriert ist. Das Wetter ist zwar auch sommerlich, es scheint draußen die Sonne. Aber, ich denke mal, dass wir hier noch Schnee kriegen. Hat es bei euch schon geschneit? Bei uns hat es schon geschneit. Allerdings blieb der Schnee nicht lange liegen. Ungefähr, weiß ich nicht. Na, nicht mal einen Tag. War sehr ärgerlich. Mal gucken. Also ich hoffe mal, dass es noch schneit. Ja, dementsprechend wollte ich jetzt ein bisschen dekorieren. Und ich würde sagen, bevor wir mit dem Video dann machen, wir vorher eine Frage. Habt ihr schon sommerlich dekoriert oder noch nicht? Oder doch? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, das ist so gesehen der Haufen, den ich jetzt so ein bisschen verteilen möchte, in Stube, auf dem Flur, normalerweise auch im Arbeitszimmer, aber da schläft mein Mann gerade noch, muss ich mal gucken, entweder ich mache es leise. Oder ich mache es dann, wenn er wach ist. Muss ich mal schauen. Ja, gut, ihr seht ja, der Esstisch ist relativ leer, bis auf Sets. Ja, da stehen rote Rosen, die ich von meinem Mann gekriegt habe. Ja, der Stummtisch ist eh leer. Die Wohnwand eigentlich genauso. Die Fensterbank ist eigentlich voll durch die 3D-Puzzle, die ich mal gepuzzelt habe. Und hier ist das theoretisch auch leer und auch da oben. Also ihr seht auf jeden Fall sehr, 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 sehr leer. Und ja, zum Thema Sommer, die Sonne scheint. Ja, so ist das. Mein Balkon habe ich jetzt trotzdem schon mal winterfest gemacht. Also da stehen die ganzen Balkonmöbel und unser Grill ist auch winterfest. Deswegen werde ich jetzt mal gucken, was ich da so an Deko drin habe. Und werde erstmal gucken, oder werde mich besser gesagt erstmal um den Esstisch und Stubentisch kümmern. So, ich habe jetzt alles schon mal so ein bisschen ausgepackt. Ich denke mal, das werde ich stehen lassen, weil es eigentlich ganz schön wird. Es hat eine gute Größe für den Tisch. Und da sind diese Dekobälle drin. Jetzt habe ich die Kerzen da oben runtergenommen und werde gleich mal gucken, dass ich die goldenen endlich austausche, weil es sind immer noch die Weihnachtskerzen von letztem Jahr drin. Das hört sich komisch an, wenn man das irgendwie so sagt. Dann wollte ich eigentlich erst diese Schale mit Wasser füllen und da Schwimmkerzen reinmachen, die ich noch habe. Aber ich weiß nicht, ob das dann so gut aussieht oder ob ich das Dekotablett mache. Das weiß ich alles noch nicht so genau. Das weiß ich auch nicht, ob ich die Kerzen nehme oder andere Kerzen. Irgendwie ist es ganz schön kompliziert zu dekorieren. Ja, dann habe ich hier noch so eine Lichterkette, Theo, oder so Bällchen. Dann noch so ein Kranz. Das kommt eigentlich auf den Balkon, muss ich mal gucken. Und dann habe ich noch Kissenbezüge, zwei Stück. Und zwei Kissen, muss ich mal schauen. Erstmal würde ich sagen, beziehe ich jetzt die Kissenbezüge, mache die goldenen Kerzen raus, mache die weißen rein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Kissen sind jetzt sozusagen bezogen. Ja, weil wir hier braune Wände haben, habe ich gesagt, okay, braune Kissenbezüge können auf jeden Fall wieder drauf. Und da liegen jetzt auch zwei Kissen in so einem Beige-Ton. Ja, ich denke mal, so gefällt es mir ganz gut. Und jetzt tausche ich erstmal die Kerzen aus, weil Weihnachten ist ja schon vorbei. So, die Ecke habe ich jetzt sozusagen auch schon dekoriert. Das ärgert mich immer noch, dass ich davon kein zweites Blatt gefunden habe. Das habe ich damals mal von Philips. Philips hat am Montag zu, wenn Philips wieder aufmacht, werde ich dann mal gucken, ob ich so ein Blatt finde. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann habe ich hier zwei IKEA-Kerzenhalter und zwei braune Kerzen. Das harmoniert natürlich perfekt mit der Wand. Ja, die Couch bin ich jetzt auch relativ zufrieden mit. Ja, und da oben stehen jetzt auch die weißen Kerzen, also gar nicht mal so schlecht. Da habe ich jetzt die Orchidee dahingestellt. Weiß noch nicht, ob ich sie stehen lasse, aber das werde ich dann schauen. Ja, ich werde auf jeden Fall noch mal einiges wahrscheinlich an Deko holen, nehme ich einfach mal an. Wo hörst du denn so? Okay. Ja, ich muss mal gucken, warum das gleich überhaupt erstmal gehört. So.
Aber der Vogel ist abgegangen, muss ich gleich nach meinem Fest machen. Ja. Mit dem Dekotablett finde ich das ganz schön auf dem Flur, auf der Flurgardrobe oder auf dem Schuhschrank, aber ich glaube, ich werde die Kerzen austauschen gegen graue Kerzen. Und das mache ich jetzt mal eben. So, kurzes Upgrade hierzu. Ich werde hier irgendwo nicht fertig und auch nicht schlau irgendwie. Das Einzige, was ich jetzt schon mal fertig machen werde, ist den Flur. Da habe ich jetzt sozusagen das Dekotablett hingestellt. Das Ding habe ich jetzt in der Mitte hingestellt. Und da werde ich Spring sozusagen hier so mit hin machen. Und da daneben einfach so ein paar Blumen. Weil ich es eigentlich ganz schön finde. So. Aber ich glaube, es sind zwei Blumen zu viel. Also werde ich das dann so lassen. Oder vielleicht werde ich das auch einfach nur so lassen. Ich glaube, so finde ich es einfach schöner. Also mit dem Flur bin ich jetzt sozusagen fertig. Einfach nur so leicht. Nur hier werde ich irgendwie alles, aber nicht fertig. Also ich werde die Schale auf jeden Fall da auf dem Stubentisch stehen lassen. Ich hatte sie auch da drauf stehen, aber es sah scheiße aus. Also da werde ich sie jetzt auf jeden Fall stehen lassen. Nur hier bin ich mir immer noch unschlüssig, was ich da machen soll und was nicht und was doch. Ob ich jetzt das da hinstelle oder das, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe nämlich auch noch so ein bisschen Frühlingssachen. Vielleicht nehme ich das Dekotablett, packe da einfach eine weiße Kerze rauf und mache das dann drumherum. Werde ich mal gucken, wie das aussieht. Ich habe jetzt auch endlich wieder mal mein Dekotablett vom dänischen Bettenlager zusammengesetzt und ich finde das echt schön. Da ist so ein bisschen Grünzeug drin, so ein paar Äste, ein paar Schmetterlinge. Also ich glaube, das werde ich eher auf den Tisch stellen, weil ich es echt schön hier finde. Und da stelle ich jetzt da mal auf den Tisch und schau mal, wie es aussieht. So, ich muss sagen, das sieht echt schön aus. Gefällt mir richtig gut. So hat man noch ein bisschen Licht, wenn man abends am Esstisch sitzt. Also mit dem Esstisch bin ich jetzt schon mal sehr zufrieden. Ich will nur gucken, wie das da aussieht und das da aussieht. Und dann werde ich mal gucken, ob mir das Weiße auf dem Esstisch besser gefällt oder auf dem Stubentisch. Nein, ich habe ganz klar entschieden, dass ich es da stehen lassen werde. Ich werde nur gucken, dass ich vielleicht andere Platzsets finde, weil dieses Rosa war zwar ganz schön, aber das passt natürlich jetzt nicht so mit der Deko. Da werde ich mal gucken, dass ich entweder vielleicht weiße oder ja, weiße Platzsets finde. Dann passt das so ein bisschen dazu, weil das Rosa sticht jetzt natürlich sehr, sehr hinaus. Andersrum gefällt es mir überhaupt nicht, von daher werde ich es da stehen lassen. Dann habe ich ja hier sozusagen mein Dekotablett. Das werde ich wieder in den Schrank packen und werde dann einfach hier nochmal so ein kleines Glas aufstellen. Das ist einfach so ein kleines Glas, was ich mit Schmetterling draufgeklebt habe. Fand ich sehr, 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 sehr schön. Von daher gefällt mir das auch schon mal gut. Und da habe ich ja noch das rosane Deko-Tablett hier. Und das werde ich wahrscheinlich da auf die Fensterbank packen. So, kleines Update. Das Deko-Tablett sieht ja gut aus. Die Puzzle habe ich jetzt nach oben gepackt, weil ich echt finde, sonst ist das zu überfüllt. Und das habe ich noch mal einen kleinen Tisch rausgestellt. Aus dem Grund einfach, die Bank wird bald weggeschmissen, weil die ist durchgesessen. Und wir werden uns wahrscheinlich einen größeren Tisch holen zum Essen. Und dann denke ich mal, kommt diese Deko auch besser zur Geltung. Also das dazu, ich werde das jetzt erstmal draußen so stehen lassen. Und dann sieht das Wetter ja ganz gut aus. Soweit es dann wirklich schneit oder naja, Schnee, dann kann ich es immer noch reinholen. Aber weil ich es sonst einfach finde, wenn ich, ja, wenn ich da jetzt die Pflanze hinstelle und da die Kerzen, habe ich zu viele Kerzen. Und von daher finde ich das so eigentlich ganz schön. Und ja. So langsam kommen wir mal dem Ende entgegen hier. Das werde ich wieder nach unten packen, weil das brauchen wir noch nicht. Das werde ich wahrscheinlich dekorieren und erstmal irgendwo anders hinstellen, weil das wird dann wahrscheinlich auch im Sommer, wenn wir einen größeren Tisch haben zum Essen draußen, auf dem Tisch stehen. Ich werde mal gucken, was ich da noch so ein bisschen an Deko aufschmeißen kann. Ich habe da unten noch einige Sachen und das werde ich dann auch raufkicken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So langsam kommen wir echt dem Ende nahe. So, das ist jetzt mein fertiges Deko-Tablett. Ja, und sozusagen das hier, das,
wird erstmal sozusagen ins Arbeitszimmer kommen auf meinem Videohintergrund. Aber das kann ich erst machen, sobald mein Mann aufgestanden ist, weil der hat sich nochmal hingelegt, dem geht es nicht gut. Und ja, von daher kann ich dann jetzt erstmal nicht weitermachen, aber dann geht's nachher weiter. So, wir sehen können, das Regal ist echt auch noch sehr, 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 sehr leer. Außer da unten sind Zeitschriften, aber leer, leer und leer. Und jetzt holen wir die ganze Deko aus der Stube und werde mal gucken, wie ich das dann da platziere. So, das ist sozusagen alles, was da ins Regal reinkommt. Ich würde sagen, ich nehme erstmal den und stelle den so ein bisschen weiter da unten, weil es ist nicht schön und trotzdem macht das so ein bisschen was her. Der Teddy, den ich zu Weihnachten bekommen habe, kommt oder bekommt hier oben einen Ehrenplatz. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dann in meiner Videoecke sitze, sieht man diesen süßen kleinen Bären. Dann haben wir einmal das schöne beleuchtete Rohr, was dann hier hinkommt. Und dann haben wir noch zwei Kerzen. Eine wird hier mit hinkommen. Ich habe vorhin schon so genau überlegt. Aber ich glaube, ich werde zwei hier hin machen. So. So, und jetzt zeige ich euch nochmal einen kompletten Rundumblick. So, ich würde sagen, wir beginnen auf dem Flur. Da habe ich einfach dieses schöne Holzdeko-Tablett und mit zwei Kerzen und so ein Duftpapourri. Oben haben wir jetzt Spring und ich habe mich doch für die Kerze oder für die Blumen da oben entschieden. Aber ich finde, so wie es ist, sieht es eigentlich echt schön aus. Dann gehen wir weiter in die Stube. In der Stube ist es am meisten, weil wir in der Stube auch die meiste Zeit verbringen. Außer ist jetzt abends im Arbeitszimmer. Aber zum Beispiel, wenn wir Besuch haben, sollte in der Stube schon wesentlich mehr dekoriert sein. Also hier haben wir sozusagen die eine Deko-Ecke mit dem Dekoblatt und ein paar Kerzen. Die Laser muss ich noch wegräumen, also bitte ignorieren. Dann haben wir hier unseren Kamin. Dann haben wir hier jo, sozusagen die Ecke hier mit einfach meiner Orchidee und einfach diesem rosanen Dekotipp. Da passt dieser Effekt auch von rosa auf lila. Hier draußen habe ich jetzt nicht viel gemacht. Da habe ich mich jetzt sozusagen nochmal umentschieden. Ich sage, ich will auch gucken, dass ich unbedingt einen größeren Tisch kriege, weil der Tisch ist einfach viel zu klein zum draußen essen. Da habe ich einfach das Dekotablett jetzt mit der Tischdecke hingetan. So, dann geht es jetzt weiter. Hier ist sozusagen jetzt das Bonbonglas, die Schale von IKEA mit Dekokugeln und das Kerzenglas mit Schmetterlingen drauf. Und dann haben wir hier sozusagen unseren Esstisch. So, und da oben stehen jetzt die 3D-Puzzle. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert mich, falls ihr noch nicht gemacht habt. Das könnt ihr natürlich gerne kostenlos tun. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, wie ich dekoriert habe. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben.